So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Zenless Zone Zero, wo es jetzt sagt, wieder ein neues Anmelde-Event gibt. Geschenk von der Sixth Street. Innerhalb der nächsten 7 Tage kriegen wir also auch mal wieder weitere 10 neue verschlüsselte Masterkassetten. Auch nicht schlecht. Aber hatten wir jetzt nicht eigentlich auch noch das andere hier gehabt? Geschenk von der Sixth Street, okay. Und jetzt hier haben wir natürlich noch Neustart Besichtigungspass. Da hatten wir jetzt natürlich ja auch noch ein Tape einzusammeln. Ansonsten ist jetzt erstmal unsere aktuelle Mission hier eigentlich, das defekte Bang Boo zu finden und es zu reparieren. Ansonsten Alltagsmissionen. Ja, haben wir jetzt auch erstmal was gekriegt. Und dann gleich erstmal weiter. Naja, dieser komische Katzendetektiv von der Sicherheitsbehörde, der braucht nun wirklich erstmal unsere Hilfe. So, und das defekte. Warte mal. Kriegen wir noch einen Rubbel los, mein Lieber? Hohe schläft tief und fest solche Stören? Ja. Ich brauche verdammt nochmal meinen Rubbel los. So viel ist sicher. So, geht doch nichts über meinen Rubbel los. So, und jetzt erstmal hier das defekte Bangboo. Wie geht's? Willst du versuchen, es zu reparieren? Ja. Ah ja, Meister, die Logikschaltung dieses Bangboos wurde unterbrochen. Bitte verbinde das Wahrnehmungsstartpunkt und Verhaltensendpunkt des Bangboos, um die Schaltung zurückzusetzen. Drehe diese Datenzelle, um eine Verbindung mit dem Wahrnehmungsstartpunkt herzustellen. Tja, nichts leichter als das. Das war nicht einfach. Du hast das vermisste Bangboo gefunden und es repariert. Du hast mit Leichtigkeit das getan, was ich nicht geschafft habe. Vielleicht solltest du ich sein. Dann wärst du vertrauenswürdiger, als ich es bin. Mir reicht es, weiß zu sein. Aufrichtiger Bürger, du willst sagen, dass auch wenn es so aussieht, als hätte ich nichts getan, dieses Bangboo nicht gerettet worden wäre, wenn meine Liebe und mein Durchhaltevermögen bei der Arbeit dich nicht innerlich berührt hätte? Bist du ein Engel, solche Engel unter den Bürgern zu haben? Ich muss unbedingt die Stadt ausbauen und New Eridu beschützen. Das habe ich nicht gesagt. New Eridu wird deine Hilfe nie vergessen. Sieh, das ist der Beweis. Okay, hier kannst du die Anforderungen und Belohnungen für verschiedene Projekte sehen. Wenn du ein Projekt abschließt, erhältst du großartige Belohnungen. Gib am besten trage zum New Eridu bei, guter Burger. Okay. Aufrichtiger Bürger, jede noch so kleine Tat wird aufgezeichnet und wenn sie sich auf ein bestimmtes Niveau aufsummiert haben, erhältst du verschiedene Arten von Bürgermedaillen. Erwachsene und älter lieben glänzende Dinge, bitte bemühe dich für unsere geliebte Stadt und für die glänzenden Medaillen ein aufrichtiger Mensch zu sein. Ab morgen bin ich hier permanent stationiert. Komm jederzeit zu mir und verbringt Zeit mit mir. Nein, vertraut darauf, dass ich meine Arbeit mache. Und bitte nimm das hier mit. Es gibt Hinweise von überall, die auf das defekte Bangboo hindeuten. Ich kann zwar nicht alle defekten Bangboos finden, aber mit der Hilfe von aufrichtigen Bürgern. Bitte, New Eridu wird deine Hilfe nie vergessen. Zumindest werde ich deine gute Tat aufzeichnen. Ja.
Tja, in jedem Stadtblock gibt es eine Mew Mews Herausforderung. Wird das Bestehen von Herausforderungen erhältst du Mew Mew Abzeichen und Beobachtungsdaten. Mew Mews Herausforderungen können auf folgende Weise abgeschlossen werden: Stadtaufträge, Bamboos helfen oder reparieren, Kleinlaster finden, hier Gedenkmünzen erhalten. Ja. Immer was Neues, nicht wahr, Kleiner? Meh, wo immer. Ich will einfach nur, dass mir jemand über den Kopf streicht. Ich bin eindeutig ein Glücksbu. Warum kann ich nicht von einem geliebt werden? Streichelst du mich? Ich kann dein Finanzglück ändern. Oh, so süß, streiche es. Ne, du hast einmal das Glücksbu verwendet. Bitte zahle einen Danny. Was ist mit der versprochenen Übertragung des Finanzglücks? Es wurde auch nicht gesagt, ob hoch oder nie runter. Das Glücksbu hebt seinen Fuß auf seine Sohle, steht winzig klein geschrieben, ein Danny pro Glücksdienstleistung. Tja, bezahlen. Du bist weggerüstet. Ich wünsche dir weiterhin, dass du viel Geld verdienst. Um des Friedens willen lasse ich es gut sein. Tja, das war eine weitere Aktion. Was sonst noch? Kriegen wir jetzt sogar noch eine Tasse Kaffee vielleicht? Wenn wir ja sowieso jetzt... was ist das denn jetzt hier? Fruchtschaumlatte mild. Beute für Defensivzertifizierungssiegel erhöht. Einfach eine normale Tasse Kaffee langt jetzt völlig. Sometimes stopping to take a break can help you go further. So, was sonst noch? Okay, die Sache mit Höhle 0, die muss er sagt jetzt auch bald mal kommen. Glaube ich jedenfalls. Wir sind ja immerhin ja noch im Zwischenkapitel. Also nicht im Zwischenkapitel, sondern in der Pause. Also müssen wir auch irgendwann die Höhle 0 jetzt haben. Weiß, wer kommt zurück? Wie läuft die Sache mit den defekten Mengbu? Alles geklärt. Du erzählst Bell, was in der Nähe des Kiosks passiert ist. Ach so, ist offiziell Mew Mew ab heute in der Nachbarschaft stationiert? Leider. Die Öffentlichkeitsarbeit für die Sicherheitsbehörde zu machen, ist wirklich schwierig. Weiß, hast du einen Hinweis zum defekten Mengbu bekommen? Anscheinend kann man nach dem Reparieren des Mengbus Höhlenbeobachtungsdaten erhalten. Da müssen wir von nun an besser aufpassen. Tja, versuchen wir, aufrichtige Bürger zu sein. Ein Doppelleben in New Irido zu führen, ist immer eine Herausforderung. Genauso wie wir das Gesicht unter Mew Mews Headset nicht erkennen. Ich wüsste immer noch, wo sie das Headset gesehen hat. Wenn ich das jetzt so sage, werde ich wirklich neugierig. Es ist besser, es nicht zu wissen. Weiß, denkst du, wir sollten die Büchse der Pandora nicht öffnen? Das stimmt schon. Man würde dich als geschmacklos bezeichnen, wenn du darauf bestehst, einer maskierten Figur die Maske abzunehmen. Dann lass uns das Headset von Offizier Mew Mew respektieren. Es ist schon so spät. Zeit zum Ausruhen, Weiß. Lass uns morgen darüber reden, wie man ein vorbildlicher Bürger wird. Okay, ruhen wir uns aus. Also auf die Couch. Du ruhst dich gut aus und fühlst dich voller Energie. Morgen, Weiß. Was steht für heute auf dem Plan? Am liebsten Höhle 0, aber die scheint immer noch nicht zu kommen. Tja, mein Plan war es, einen ruhigen Tag zu bringen. Oh, das klingt verlockend. Ich will auch faul sein. Daraus wird nichts. Ich muss hart arbeiten, um die Familie zu unterstützen, während mein Bruder faul ist. Das heißt, ich muss Weiß zur Arbeit überreden. Ist das der Sinn unserer Verwandtschaft? Um unseren Ruf im Internet zu verbreiten, sollten wir uns besser auf unsere Ansehensbeförderung vorbereiten. Ansehensbeförderung? Das Internet-Ansehen unterscheidet sich von der Internet-Stufe. Wir können aufsteigen, indem wir mehr Aufträge annehmen, aber wir können nur dann unser Internet-Ansehen verbessern, indem wir den nächsten Rang aufzusteigen. Wenn wir bestimmte Voraussetzungen erfüllen und eine Prüfung bestehen. Was sind noch einmal die Bedingungen? Abgesehen vom Erreichen der erforderlichen Stufe müssen wir eine bestimmte Menge an Höhlenbeobachtungsdaten sammeln. Wenn wir nur Aufträge ausführen, ohne Höhlenbeobachtungsdaten zu sammeln, wird unser Beitrag zur Erkundung der Höhlen begrenzt sein. Das wird uns nicht helfen, unser Internet-Ansehen zu verbessern. Ach, das sind ganz schön viele Voraussetzungen. Wir haben mit Faithen bereits den höchsten Ansehensrang, legendärer Proxy erreicht. Wir haben jetzt ein neues Konto, also müssen wir wieder bei Null anfangen. Du kannst dir unsere Kontoinformationen des Internets für weitere Einzelheiten über die Ansehensbeförderung ansehen, Weiß.
Okay, eine der Voraussetzungen für die Internetansehensbeförderung ist das Erreichen einer bestimmten Internetstufe. Internet-OP erhältst du wie folgt: Handlungsaufträge, Kämpfe, Erkundungen, bla bla bla. So, dann sagt die Münzen, die wir natürlich hier bei jeder Erkundung gesammelt haben. Nach der Beförderung deiner Internetstufe werden weitere Inhalte freigeschaltet: Erhöhung des Agentenstufenlimits, Freischaltung weiter Handlungselemente, Annahme herausfordernder Aufträge. Gut, gut, gut. Lass uns die Ansehensbeförderung zurückblicken. Auf die Ansehensbeförderung zurückblicken. Gut. Hier kannst du aktuell Internetstufe ansehen. Ja. Gut. Ansehensbeförderung ansehen. Gut. Stufe 20. Aha. Kapitelpause haben wir. Ja, wir brauchen erstmal Stufe 20. Hast du Informationen über die Ansehensbeförderung gefunden? Jupp, habe ich. Schön, lassen Sie nächste Zeit unsere Internetstufe erhöhen und Höhlenbeobachtungsdaten sammeln, um uns auf unsere erste Ansehensbeförderung vorzubereiten. Ich werde helfen, wo ich kann, weiß. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, habe ich die empfohlenen Aufträge dabei. Gut, kampfdimensionale Musketier annehmen. Erkundung, Rettung von Überlebenden annehmen. Urban, König des Straßenfußballs annehmen. Gut. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Was für Aufträge habe ich jetzt überhaupt angenommen? Ah ja, hier. Ein alter Mann möchte eine Videokassette austeilen. Ein Kunde scheint schon sehr lange nach etwas zu suchen. Ich sollte mit ihm sprechen. Okay, mit dem Filter rechts kannst du schnell Beiträge wählen, die um Hilfe bitten. Okay, lass uns einen Blick auf diesen Beitrag werfen. Alle Leute erfahren beim Boost aus unserer Handelskammer sind verschwunden. Wir brauchen dringend Hilfe, um sie zu finden. Also hier ist die Sache. Ich habe kürzlich als Praktikant bei einer wirklich fantastischen Handelskammer angefangen, wo es viele tolle, erfahrene Bank Boosts gibt. Wenn ihr regelmäßig durch Höhlen geht, seid ihr sicher schon mal auf sie gestoßen, wie sie die Resonia dort verkaufen. Ihr Geschäft lief immer reibungslos, bis vor ein paar Tagen plötzlich fünf von ihnen mitsamt ihrer Waren für spurlos in den Beihöhlen verschwunden sind. Auch wenn der Boss mich beruhigt und sagt, dass sie keine Korrosion erleiden würden und es vielleicht nur ein kleiner Unfall war oder sie einfach weit gegangen sind und die Handelskammer hat bereits die Hia um Hilfe gebeten und die Bang Boos sollten bald zurückkommen, aber ich mache mir wirklich große Sorgen, denn sie waren wirklich ganz nett zu mir, wahr? Und okay, und es gibt noch etwas, worüber ich mir große Sorgen mache. Unsere Konkurrenten sind super hinterlistig, versuchen ständig eine Handelskammer beim Boost wie unsere zu gründen und wollen unsere beim Boost hier weglocken. Aber sie haben bisher nicht Erfolg. Diesmal ist es höchstwahrscheinlich auch ihr Werk. Also gibt es jemanden, der mir helfen kann, in die Höhlen nach beim Boost und ihren Waren zu suchen? Ja, mache ich. Ja, begeben wir uns mal auf die Suche nach dem Bang Boost. Was genau brauche ich jetzt hier? Physisch und Feuer. Also gut, physisch. Starlight Knights, let's go! It's our turn, bro. Nothing to awaiting further instructions. Ready and wait needs time for some hard labor. Wir könnten das Ganze auch anders machen.
Aber zuallererst muss ich mal sehen, ob ich sie jetzt erst noch aufleveln kann. Kann ich Soldate Nummer 11 jetzt aufleveln? Nein. Awaiting further instructions. Need some. It's up. Standing by. One, two. You want a Ted made Rena at your service. Ach, versuchen wir es trotzdem erstmal so. I only handle tech. Starlight, come on. Nothing to. It's up. Ready for. I have two guns, so. Double the accuracy. Standing by. Come on. Need time for some hard labor. Starlight. It's up. Ready for. Don't look at me. I only. I have two guns. Starlight Knights, let's go. Standing by. Come on. Nothing. How can I help? Okay, machen wir es mal so. Physisch und Feuer. Dann suchen wir jetzt erstmal die verschwundenen Bengbus. Du bist an dem von der Handelskammer angegebenen Zielort angekommen und an dem das Signal der Bengbus zuletzt entdeckt wurde. Geh vorsichtig vorwärts und finde heraus, warum die Bengbu-Händler verschwunden sind. Gut. Sind die Bengbus-Händler hier in der Nähe? Warnung, Gefahrensignal im Anmarsch. Sie transportieren ununterbrochen den Müll. Danach scheinen wir gesucht zu haben. Okay. Also irgendwie scheint das Ganze jetzt hier nicht zu funktionieren. Ne, irgendwie scheint das Ganze jetzt nicht zu funktionieren. Also irgendwie hat das jetzt nicht funktioniert. Das hat jetzt wirklich nicht funktioniert. Ich konnte nicht weitergehen. Das war jetzt irgendwie wirklich komisch. Okay, jetzt funktioniert es richtig. Jetzt können wir kämpfen. Aber eben hat das jetzt nicht so ganz funktioniert. Stand still!
Gut, dann ist mal weiter. Die Bang Boos müssen hier irgendwo sein. Sie tanzen den unerwarteten Müll. Gut, das hatten wir schon gesehen. Abnormales Signal erkannt. Resonia? Könnten die verlorenen Waren sein? Mal sehen, ob wir von dort hinunterkommen können. Nee, gefangen in der illegalen Müllkippe, so ein Albtraum. Du hast mich gerettet, danke. Gut. Einen hätten wir schon mal. So viel Zeit hier verschwendet. Ich muss schnell zurückkehren und Transaktionsbericht dieses Monats erstellen. Ich war mit der Ladung auf halbem Weg. Plötzlich war ich gefangen. Endlich komme ich hier raus. Ich gehe jetzt nach Haus. Gut, mach das mal. Stimmt was nicht mit meiner Möhre? Warum hat sie mich zur Müllkippe gelotst? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich wette, diese Müllkippe funktioniert. Es ist sogar gut, das Schiff in den Müll aufzuräumen. Gut, nächster Beobachtungsgegenstand jetzt erhalten. Okay, wir können den Schutt nach unten schieben. Meister, der Förderer muss nicht überquert werden. Du kannst den Schutt nach unten schieben. Es ist hier so gut wie aufgeräumt. Lass uns weg. Warnung, hochgefällig gegnerische Kreatur. Tja, ich würde mal sagen, das Teil besiegen wir auch noch. Wie gefährlich auch diese Kreatur sein mag. Gebiet aufgeräumt.
Anton, let's go! Billy time! End of the line! Move along! Your end is here! It's showtime! Tja, Mission gemeistert. Sind die Bengbus jetzt befreit? Ich würde mal sagen, ja. Du stehst kurz davor, in den Schlüsselphase des Auftrags einzutreten. Wenn du beachte, dass die freie... warte mal, noch nicht. Die freie Erkundung muss weitergehen. Wir haben jetzt immer wieder 1000 Münzen und so können wir auch noch die anderen Bengbus befreien. Diese Müllkörbe muss widerrechtlich sein. Ich werde nicht gnädig sein. Sie haben den Tresor in einer Ritze in der Wand versteckt. Stoße einfach einige Mal an die Wand und... Dann gibt es extra Belohnung. Nichts leichter als das. Endlich raus. Wenn ich zurück bin, werde ich mich rächen. Warum Rache? Natürlich, weil wir hier gefangen waren. Gut. Damit hätten wir jetzt erstmal alles an der Stelle erledigt. Gut, dann können wir jetzt offiziell zur letzten Phase übergehen. Okay, nicht zur letzten Phase. Wir haben das Ganze abgeschlossen. Gut. Aber wir haben jetzt, gesagt, noch keine weitere Internautstufe erreicht. Tja, und weitere Erkundungsaufträge haben wir jetzt auch nicht. Gut, dann ein alter Mann möchte eine Videokassette. Mal sehen, was haben wir denn hier? Vielleicht kann ich den Film, den ich suche, hier finden. Hallo, womit kann ich dir helfen? Oh, du musst der Chef sein. Junger Chef, hast du zufällig den Film Dimensional Musketeer? Ich muss wohl meine Videokassette daheim irgendwo verlegt haben und würde gerne eine Kopie ausleihen. Die wurde schon reserviert. Was, hier gibt es die auch nicht? Dann war die ganze Lauferei heute wo umsonst. Egal, ich wollte einfach nur die Kampfszenen in den Höhen sehen. Da muss ich wohl einfach im Internet Videoclips dazu ansehen. Du musst mir unbedingt den Originalfilm... Du musst dir aber unbedingt den Originalfilm anschauen. Ich weiß, in den kommentierten Videoclips sind alles wahnsinnig übertrieben. Ein Schütze ist 5 Kilometer entfernt und jagt auf einmal ein Ether-Rail in die Luft. Was für ein Blödsinn. In der Höhle herrscht in Wahrheit Chaos und Unordnung. Wenn man aus 5 Kilometer Entfernung einen Schuss abgibt, ist gut möglich, dass die Kugel durch einen Raumspalt schnellt und dich an deinen Arsch trifft. Du scheinst eine Menge davon zu verstehen. Sag doch sowas nicht. Ich habe nun mal in einem ähnlichen Beruf gearbeitet. Aber wo, die 10 in Dimensional Musketeer sind nicht wirklich von weit hergeholt. Was sich eigentlich in Höhlen abschied, ist um einiges spannender. Echt? Chef, du sollst besser Respekt vor der unbekannten Welt da draußen haben. Was in Höhlen passiert, ist sogar noch surrealer als all diese Filme. Ich habe bereits Aufträge im Internet veröffentlicht, in der Hoffnung, dass ich ein paar Aufzeichnungen von echten Kämpfen rankomme und an diese glorreichen Zeiten zurückdenken kann. Es macht also nichts, wenn ich Dimensional Musketeer heute nicht sehe. Ich werde einfach zurückgehen und unter dem Sofa suchen. Vielleicht finde ich sie ja. Jobert verharrt kurz in den Regalen, bevor er geht. Tja. Meister, ich habe die neuen Auftragsbeiträge vom Internet rausgesucht. Ausgesucht. Gut. Tja, wenigstens etwas. Abgesehen davon, dass wir anscheinend jetzt noch keinen weiteren Auftrag haben. So, Zeitplan.
Sie sieht im Internet den Beitrag Klasse Szene an. Okay. Hat jemand die Szene in einem Menschen im Masketier gesehen, in der der Protagonist im Alleingang eine Gruppe von Schützen herausfordert? Falls ihr sie nicht gesehen habt, macht das nichts. Sofern ihr in die Höhle geht und ein paar ähnliche heißblütige Aufnahmen macht, zählt das auch. Ach, ich befürchte, dass die jungen Leute heutzutage keine Mädchen, Händchen mehr dafür haben. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Warte mal, wenn wir schon dabei sind, können wir auch noch einen anderen Auftrag angehen. Nein, nicht der. Na, den Auftrag hatte ich schon. Bang Boo Händler vermisst. Nicht der Rede wert, haben wir schon abgeschlossen, die Mission. Also gut, dann wäre erstmal weiter im Text hier. Ein neuer Kampfauftrag. Elektrizität ist mal wieder gefragt. Tja, dann machen wir es natürlich so wieder. Das Team Elektrizität ist mal wieder am Start. Stell dich in Nähe eines Geräts, um es zu aktivieren und die automatische Datensammlung zu starten. Wenn sich Gegner nähern, leuchtet die Anzeige rot auf, wodurch der Datensammlungsfortschritt unterbrochen wird. Ja. Can't let the tankies do all the fighting. Come on! Woohoo! Time to work then! Okay, wir haben jetzt. Meinst du, du kannst den Riss nutzen, um in den nächsten Bereich zu kommen? Hi. Can't let the tankies do all the fighting! Up front! Time to work then! Ein klassischer Fall von Queste zur Beste, würde ich mal sagen. Gut, nächste Aufnahme erfolgreich. Und damit hätten wir jetzt sowieso auch die Quest abgeschlossen.
klar, wir geben jetzt die Queste zum Beste, um auf alle Fälle jetzt erstmal die Internautstufe 20 zu erlangen. Tja, dann sprechen wir jetzt halt nochmal mit Jobert. Ah, das freut mich, das freut mich. Vor kurzem habe ich einen Auftrag im Internet gestellt und jemanden gesucht, der ein echtes Kampfvideo dreht. Ich wollte meine Leidenschaft für den Kampf neu entfachen, indem ich die Hauptrolle in einem realen Szenario gegen mehrere Scharfschützen kämpfen sehe. Ehrlich gesagt hatte ich anfangs keine großen Erwartungen. Angesichts des Kampfniveaus der heutigen jungen Leute würde es sich nur um eine Farce handeln. Also hatte ich mich darauf eingestellt, mir eine Komödie anzusehen. Aber wer hätte gedacht, dass die Kampfszenen noch spannender als der Film und um einiges professioneller sein würden? Mich hat dieses Video sowas von aus den Socken gehauen, dass ich es als Lernmaterial an meine ehemaligen Kollegen geschickt habe. Die letzten Tage war ich damit beschäftigt, Lerngruppen zu organisieren und die Führung bei der Erforschung dieser Kampffähigkeiten zu übernehmen. Da hatte ich einfach keine Zeit für Videokassetten. Wenn du schon mal hier bist, wie wäre es mit einer Mitgliedskarte? Ha, das will ich mal, Geschäftsgeist, Chef. Keine Sorge, ich werde diesen Laden öfter besuchen. Die Atmosphäre hier ist ziemlich familiär. Ach ja, ich habe die verschwundene Videokassette Dimensional Musketeer gefunden. Nachdem ich mir die hochwertigen Kampfvideos angeschaut habe, bin ich nicht mehr an solchen erfundenen Geschichten interessiert. Chef, du kannst sie gerne haben, wenn du sie für den Laden brauchst. Danke, Sir. Auf der Abgeschossen. Wie nicht anders zu erwarten. Gut. Ja, was haben wir sonst noch?